Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Neuzugänge aus dem August und es sind wieder viel zu viele Neuzugänge. Ich kaufe im Moment mehr, als ich lese und das ist wirklich extrem im Moment. Ich habe 22, also eine Schnapszahl, an Büchern, 22 Neuzugänge und weiß nicht, wovon die herkommen. Ich weiß, dass ich einmal bei Medimops bestellt habe, weil ich die Bücher, die ich aus dem Pan-Verlag haben möchte, wollte ich mir eigentlich nur bestellen, aber dann sind irgendwie doch wieder mehr Bücher im Warenkorb gelandet, als es eigentlich sollte. Und dann ist mir wieder dieser ganz bestimmte Fail passiert, und zwar, wie das bei Medimops so ist, da ist wieder ein Buch ohne Schutzumschlag angekommen. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass ich mir halt eine Trilogie bestellt habe und dass der zweite Teil natürlich ohne Schutzumschlag ist. Also habe ich jetzt den ersten und den dritten Teil hier. Aber das seht ihr nämlich jetzt. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Weil ich hier 10 Stapel an Büchern liegen habe und ich echt nicht weiß, was ich anfassen kann, ohne dass mir alles zusammenbricht. Einmal ist es mir schon zusammengebrochen. Und ich habe keinen Bock hier, das wieder aufzubauen und wieder von vorne anzufangen, weil dann sitze ich wahrscheinlich noch bis morgen hier und das wollen wir alle nicht. Okay. Als erstes habe ich Rabatt auf Bücher bekommen. Das erste Buch, was ich mir dann geholt habe, war von Nina Blajor, Schattenauge. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich weiß nur, dass es jetzt schon zu den seltenen Büchern gehört, weil es aus dem Ravensburger Buchverlag ist. Hinten steht nur drauf, das kann ich euch vorlesen, ist kein nicht so langer Klappentext. Und zwar steht da: gelbe Augen, ganz nah, in Zeitlupe sah sie, wie der Mann auf sie zurannte. Pupillen, die sich im Schein einer plötzlich aufleuchtenden Taschenlampe zu Schlitzen bewegten. Ein Fauchen, ein Knurren, ein stechender Geruch, das kann nicht sein, wiederholte Zoe die Beschwörung. Das bin nicht ich und das passiert nicht mir, das ist alles nur ein böser Traum. Also das hört sich doch wirklich geil an, oder? Es hört sich so an, als ob das halt eine Werwolf-Geschichte ist. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe für das Ganze, glaube ich, nur 50 Cent bezahlt, deswegen konnte ich es nicht da lassen. Und das ist auch ein ganz schöner Schinken und deswegen 50 Cent, ja, hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, wann ich es lesen werde, wahrscheinlich werde ich es jetzt ewig vor mich hinschieben, aber ich möchte auch alle Bücher von Nina Blajon haben, weil sie auch teilweise wunderschön sind, sind alle wunderschön. Ich habe ja auch noch von ihr hier, wie hieß das noch, Der dunkle Kuss der Sterne. Habe ich auch noch nicht gelesen, aber wupp, mein Pony nervt mich. So, ich glaube, so geht's. Habe ich noch nicht gelesen, aber ich freue mich schon drauf, es irgendwann zu lesen. Spricht mich wirklich sehr an, aber ich komme halt im Moment nicht zum Lesen, deswegen keine Ahnung, warum ich so viel kaufe. Irgendwie ist die Sucht zum Kaufen im Moment größer als die zum Lesen. Ist echt schade, aber egal. Und dann noch ein Buch für die Reihenvervollständigung. Da hatte ich nämlich nur Teil 2 bis 5. Also ich hatte 4 Teile hier, 2 bis 5 hatte ich hier. Und da hat mir der erste gefehlt und deswegen fand ich das ein bisschen doof. Aber dann habe ich wieder Prozente gekriegt und dann habe ich mir das Ganze geholt. Und zwar ist das der erste Teil von Die Kinder des Djinn. Und sie sind so wunderschön, diese Bücher. Guck mal, sie glitzern und da sind ein paar Kratzer drauf, aber das stört mich jetzt auch nicht. Ich war nur froh, dass ich das Buch halten kriege, auch als Hardcover. Jetzt fehlen mir nur noch Teil, ich glaube 6, 7, 8... Ich weiß nicht, ob es 8 oder 7 oder 8 sind. Und vielleicht werde ich das nächstes Jahr lesen. Ich glaube, das ist besser, dass ich halt jeden Monat so ein Buch lese. Die sind, glaube ich, auch nicht so dick. Die haben an die 300, 400 Seiten. Und das werde ich schon irgendwie machen. Und sie sind echt schön, oder? Da geht es wohl irgendwie um Djinn. Ich glaube, da geht es um einen Jungen, der seiner Weisheitsszene entfernen lässt und da komische Sachen passieren. Und ich glaube, Sarah Bow hat das Ganze schon gelesen und ihr hat es gut gefallen. Und ich bin schon sehr gespannt darauf. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit meinem Medimops-Paket. Wenn ihr das im Hintergrund hört, das sind meine Hunde. Die jaulen, warum auch immer.
Vielleicht zeige ich euch die mal in meinem Video. Im Moment vielleicht nicht, es ist kalt draußen, dann gehe ich mal mit der Kamera nach draußen und filme sie euch, wenn ihr das wollt. Oder im Winter sind Huskies, also im Schnee wird sich das auch gut machen, so. Okay, zuerst habe ich mir 3 Stephen King Bücher gekauft, die ich unbedingt haben wollte. Und zwar zum einen Brennen muss Salem von Stephen King, wie gesagt. Dabei geht es ja um einen Mann, der nach Salem's Lost reist, weil er da hört, dass im Haus irgendeinem Haus komische Sachen passieren. Und er zieht da ein und das ist irgendwie Stephen Kings Vampirgeschichte. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und dann noch 2 Kurzgeschichtenbücher. Einmal, das ist irgendwie auch so ein Fail gewesen, einmal Katzenauge und Nachtschicht. Und ich habe im Nachhinein bemerkt, dass da die gleichen Geschichten drin sind. Und also in Katzenauge sind die fast, also dann auch gleiche Geschichten drin wie in Nachtschicht. Und irgendwie, keine Ahnung, ich werde dann wohl erst das Buch lesen und dann Nachtschicht. Da muss ich halt in Nachtschicht nicht mehr alle Geschichten lesen. Die hätte ich eigentlich auch mit in meine Leseliste packen können, also vielleicht nächsten Monat, dass ich halt jeden Abend eine Kurzgeschichte lese, dass ich das Buch, dass ich die Bücher auch weg habe. Und ja, jetzt schiebe ich mir ein paar Bücher rüber, so. Jetzt kommen wir nämlich schon teilweise zu meinen Pan-Büchern. Einmal ein Buch, das wirklich auch schon ewig lange auf meiner Wunschliste steht und ich spiele jetzt gerade mit diesem Buch rum, weil das so witzig ist. Und zwar ist das Silberlicht von... Wo steht die Autorin? Wo steht sie? Laura Whitcomb. Und eigentlich wollte ich von ihr auch Seelenhüter haben, aber bei Medimobs bestelle ich kein Buch mehr, wenn da steht gebraucht, gut, weil da meistens der Schutzumschlag fehlt. Und dieses Theater hatte ich schon mal und deswegen habe ich es lieber gelassen und deswegen habe ich jetzt nur das von ihr. Und ich finde das so cool, ne? Das ist halt ein Hardcover, aber irgendwie auch nicht. Also das kann man so biegen und wie man will, das ist voll cool irgendwie. Und ich freue mich schon drauf, es zu lesen. Das steht, glaube ich, seit ich meine Wunschliste habe, steht das oder stand das halt da drauf. Hat mal 15 Euro gekostet. Mein Gott, guck mal, das hat mal 15 Euro gekostet. Und ich habe das, glaube ich, für 3-4 Euro gekriegt. Da war ja diese Aktion auf Medimobs, wo man halt dann keine Versandkosten bezahlen muss. Und dass man halt auf jeden Artikel, der im Warenkorb ist, 1 Euro Rabatt bekommt. Deswegen habe ich es irgendwie für 3 Euro gekriegt. Und ich freue mich drauf, es zu lesen. Es ist auch nicht allzu dick. Also ich sollte mal irgendwie Monate machen, wo ich nur dünne Bücher lese. Aber ich habe teilweise nur dicke Bücher. Das ist das Problem. Okay, und dann noch ein Buch aus dem Pan Verlag. Das wollte ich auch unbedingt. Und ich wollte es unbedingt als Hardcover haben. Und zwar ist das Die Insel der besonderen Kinder. Der 2. Teil ist ja auch schon rausgekommen. Das ist, glaube ich, die Stadt der besonderen Kinder. Und da sind richtig coole Zeichnungen. Da habe ich schon ein bisschen drin geblättert. Ich guck mal. Irgendwer hat das Buch falsch in den Schutzumschlag gepackt und deswegen ist das total verwirrend. Warum ist das so? Das ist echt total verwirrend. Ich muss das eigentlich mal richtig reinpacken, aber da bin ich im Moment zu faul für. Und zwar sind da so richtig coole Zeichnungen drin. Und das ist richtig viel. Guckt mal, alles was da schwarz ist, das sind Zeichnungen. Das finde ich richtig cool. Alle schwärmen davon und deswegen freue ich mich schon drauf, dieses Buch auch verschlingen zu können. Werde mir dann auch noch den 2. Teil dazu holen. Wann der 3. Teil erscheint, ist noch fraglich, aber ich muss ja erstmal den 1. Teil lesen, irgendwann. Und dann schiebe ich erstmal ein Buch hier vor meinen Stapel an der Seite, weil jetzt mein letztes Buch aus dem Pan Verlag kommt. Und zwar ist das endlich Altera, der 1. Teil. Den 2. Teil möchte ich mir eigentlich auch noch unbedingt holen, weil der ist auch schon preislich in die Höhe gestiegen. Den kriegt man ja noch für einen guten Preis. Aber im Moment weiß ich nicht. Ich habe keine Motivation, mir den zu holen. Da schieben sich andere Bücher in den Vordergrund. Aber irgendwann werde ich auch den 2. Teil in meinem Besitz haben. Ich finde sie so schön, ne? Ich finde sie so schön. Muss ich nochmal dazu sagen. Ich finde sie echt total, total schön. Ich finde es schade, dass man halt den 3. Teil nicht mehr kriegt. Es muss ja nicht im Pan Verlag sein. Die haben die ja jetzt, also als Taschenbücher kriegt man sie, glaube ich, auch nicht mehr. Man kriegt sie halt nur noch als E-Book. Und ich würde mir so wünschen, dass die in dem alten Cover vielleicht in irgendeinem Verlag die nochmal rausbringen. Auch mit diesen Glitzern. Also das ist ja hier so matt, aber die anderen, die glitzern ja so.
Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sie die nochmal rausbringen. Ich glaube, da sind auch andere meiner Meinung. Und ja, ich freue mich aber erstmal darauf, das Buch irgendwann lesen zu können. Okay, und dann auch ein Buch, das schon sehr lange auf meiner Wunschliste steht. Und zwar schwärmt da auch jeder drüber. Sind auch alle Teile draußen und nach kommen die als Taschenbücher raus. Ich möchte sie aber unbedingt als Hardcover haben, weil die Taschenbücher halt alle weiß sind. Und die Hardcover, die haben halt noch, der zweite ist pink, der dritte ist lila und der erste ist weiß. Und ich habe mir jetzt den ersten Teil geholt. Und zwar ist das Legend, Fallender Himmel. Freue mich schon drauf, diese Bücher zu lesen. Sie sind auch so wunderschön. Sie sind zwar schlicht, aber sie sind auch wunderschön. Und ja, das nächste Buch, was ich mir geholt habe, habe ich auch auf meiner Wunschliste gehabt. Habe es irgendwann wieder runtergepackt, weil ich dachte, das holst du dir eh nie. Dann habe ich es irgendwie wieder draufgepackt und als ich es dann auch für 3 € gekriegt habe, ich gedacht, das nimmst du dir jetzt mit, sonst wirst du es nie tun. Und zwar ist die Rede von einem Buch, das ich im Winter gerne lesen möchte. Und zwar Dash und Lillys Winterwunder. Ist noch aus dem alten CBT, mit dem alten CBT-Logo. Wollte ich wirklich zwischendurch unbedingt haben, dann wieder nicht. Und jetzt werde ich es irgendwie im Dezember lesen. Ich habe nämlich total wenig Bücher, die ich halt typisch weihnachtlich sind. Also die habe ich irgendwie gar nicht hier. Und deswegen wird es Zeit, dass ich mein typisch weihnachtliches Buch lese. Und ich freue mich da schon so drauf. Jetzt habe ich endlich mein weihnachtliches Buch. So, und jetzt kommen wir zu meinem Fail, wo nämlich mir jetzt der zweite Teil fehlt und ich eigentlich die ganze Trilogie hatte. Liegt hatte, und zwar ist das die Vision Illusion Emotion Trilogie. Keine Ahnung, wie die heißt. Und zwar ist der erste Teil, habt ihr schon gesehen, Vision, und es ist wunderschön. Da geht es ja irgendwie um ein Mädchen, das Tattoos hat, und da ist irgendwas mit den Tattoos. Das ist irgendwas, ich weiß nicht mehr was, aber es hat mich damals so angesprochen. Und jetzt gibt es schon alle Bücher um neben mir. Und ja, jetzt habe ich noch Emotion hier, das ist der dritte Teil. Und ich muss mir unbedingt bald den zweiten holen, dass ich diese Reihe irgendwann anfangen kann. Sie sind auch so wunderschön und ich finde es schade, dass ich jetzt den zweiten Teil nicht habe. Und ja, das war mein Medimops-Paket. Das hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bücher oder so. Also, ja. Ich habe mich sehr über das Medimops-Paket gefreut, auch wenn wieder dieser typische Fail da drin war. Ich überlege mir noch mal, ob ich bei Medimops irgendwie in der nächsten Zeit bestelle. Ich glaube eher gebraucht auf Amazon. Bei Rebuy traue ich mich einfach irgendwie nicht. Also irgendwann will ich auch mal bei Rebuy bestellen. Aber da habe ich halt auch schon so oft gehört, dass der Schutzumschlag fehlt und so. Und ich traue dem Braten noch nicht so. Also schreibt mir mal, wenn ihr bei Rebuy mal bestellt habt, ob das bei euch auch das Problem war, oder ob ihr bei Rebuy halt zufrieden wart. Schreibt mir das in den Kommentare. So, und dann habe ich mir danach nochmal im Kaufland 2 Stephen King Bücher geholt. Und zwar einmal Joyland. Das Ganze wollte ich mir zwischendurch auch unbedingt mal holen. Ist ja jetzt als Taschenbuch rausgekommen und da geht es irgendwie um einen Vergnügungspark. Und da kreuzen sich die Wege eines Mörders und eines Kindes und da passieren komische Sachen. Ich freue mich drauf. Bis jetzt haben mir alle Stephen King Bücher gefallen, außer das Mädchen, das ging so. Aber eigentlich mag ich alles, was dieser Mann schreibt. Und dann habe ich mir noch geholt Der Anschlag. Das ist auch als Taschenbuch schon länger rausgekommen. Aber als Hardcover hat das, glaube ich, mal 26 € gekostet oder so. Da war noch nicht meine Stephen King-Sucht ausgebrochen. Gott sei Dank nicht. Also ich weiß nicht, 26 € hätte ich da, glaube ich, nicht für bezahlt. Irgendwann hole ich mir die Bücher auf, wenn sie direkt neu rauskommen. Aber im Moment ist mir noch nicht so danach. Ja. Dabei geht es irgendwie um eine Zeitreise, wo ein Mann das verhindern will, wo John F. Kennedy starb. Und er möchte irgendwie die Zeit verändern und ich bin gespannt drauf. Das hört sich richtig gut an. So, okay, dann tut mir übrigens leid, wenn ich das hier runterratter oder so, aber mein Akku gibt, glaube ich, gleich den Geist auf und ich glaube, ich muss nicht so viel zu den Büchern sagen, weil jetzt auch teilweise Folgeteile kommen und ihr sie vielleicht schon in irgendwelchen Videos gesehen habt, weiß ich jetzt nicht, aber egal.
Ich gebe mein Möglichstes. Also, als nächstes habe ich mir wieder den ersten Teil einer Trilogie geholt. Und zwar Die Verratenen von Ursula Poznanski. Ich freue mich schon drauf. Die sind ja auch schon als Taschenbücher rausgekommen. Und ich möchte die unbedingt als Hardcover haben. Sie sind so wunderschön. Und dabei geht es irgendwie, das ist ja eine Dystopie, die eine deutsche Autorin geschrieben hat. Und ich bin gespannt, wie das so sein wird. Bis jetzt habe ich, glaube ich, nur englische Autoren mit Dystopie. Dabei geht es irgendwie um eine Welt, die im Winter ist. Irgendwie eine perfekte Welt und eine Studentin. Und ich bin gespannt, wie das sein wird. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich sag's euch, wenn ich es gelesen habe. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Dann habe ich mir an einem Tag, wo wir shoppen waren, 3 Bücher geholt. Ich schiebe sie mal rüber. Einmal habe ich mir als Mängelexemplar, das steht auch schon ewig auf meiner Wunschliste, habe ich mir geholt Raum als Taschenbuch von Emma Donne. Wie spricht man den Namen aus? Ich weiß es nicht. Da geht es ja um ein Kind, das in einem Raum aufgewachsen ist, sein ganzes Leben lang. Und das ist auch irgendwie so kindlich geschrieben. Und ich finde, das hört sich richtig interessant an. Und das steht auch so ewig auf meiner Wunschliste. Und deswegen wird es Zeit, dass ich dieses Buch hier mal lese. Ist auch nicht so dick und ich freue mich schon sehr drauf. Okay, und dann waren wir noch im Talia. Und da habe ich mir auch 2 Bücher geholt. Einmal, das habt ihr vielleicht in meinem Want to Read gesehen, Night School, der 2. Teil, muss ich unbedingt haben. Die hat nämlich die weiteren Teile, also 3, 4 und 5 haben sie bei uns im Buchladen. Und der 2. Teil hatten sie nicht, deswegen musste ich mir unbedingt den 2. holen. Und der 2. ist jetzt als Hardcover rausgekommen. Der ist nicht als Hardcover rausgekommen, ich habe das Hardcover hier, der ist als Taschenbuch rausgekommen, mein Gott. Und deswegen, ich will diese Reihe auch unbedingt dieses Jahr beenden. Und mein Pony nervt mich gerade total. Da geht es ja mit Ellie weiter und mehr kann ich nicht dazu sagen, weil es ein Folgeband ist, weil ich ihn noch nicht gelesen habe. Und ja, dann habe ich mir noch geholt am selben Tag endlich Kirschroter Sommer von Carina Bartsch. Ist sie Corinna oder Carina Bartsch? Ist egal. Ich habe ja schon Türkisgrüner Winter habe ich ja hier, weil ich das als Mängelexemplar mal gehabt geholt habe. Und das war natürlich doof, weil ich Kirschroter Sommer nicht gehabt habe oder habe. Und da habe ich mir gedacht, wenn du es dir jetzt nicht holst, dann ist es vorbei. Dann holst du es dir wahrscheinlich nie. Und ja, ich werde das Ganze nächstes Jahr irgendwann im Sommer lesen, weil halt Kirschroter Sommer heißt und ich finde, das passt einfach in den Sommer. Und vielleicht werde ich Türkisgrüner Winter dann irgendwie im Winter lesen. Haha. Ich freue mich schon drauf. Viele sind ja am Schwärmen und ja, mal gucken, wie es mir so gefallen wird. Ihr hört, sie kippt langsam alles um und jetzt sind nur noch 3 Bücher übrig, deswegen machen wir jetzt schnell weiter. Und zwar habe ich mir dann noch geholt, endlich den 3. Teil von Night School. Ich habe nämlich gehört, dass halt der 2. und die weiteren Teile alle mit einem fiesen Cliffhanger aufhören. Deswegen möchte ich mir jetzt die Reihe vervollständigen, dass ich halt alle Teile hier habe und die dann auch halt jeden Monat einlesen kann. Und ja, ich werde mir jetzt bald auch noch den 4. holen, das seht ihr dann im nächsten Neuzugänge-Video. Und den 5. dann auch, dass ich dann halt alle Teile hier habe und sie sehen auch so wunderschön nebeneinander im Regal aus. Und ich freue mich einfach drauf, die Bücher weiterzulesen. Okay, dann habe ich mir jetzt als vorletztes Buch geholt, endlich. Wollte ich mir eigentlich auch ein anderes Buch holen, da wollte ich mir eigentlich schon Night School geholt haben. Hatten sie aber nicht, da habe ich gedacht, ja, dann holst du es dir ein andermal. Hat ja auch geklappt, manchmal klappt sowas. Habe ich mir auf jeden Fall geholt, Frostglut, das Ganze ist der 4. Teil der Mythos Academy. Diese Reihe möchte ich auch möglichst dieses Jahr noch beenden, also ich werde mir dann noch bald Teil 5 und Teil 6 holen.
Und mal gucken, wie mir das Ganze weiterhin gefallen wird. Also der dritte war es bei mir jetzt der stärkste Band und ich freue mich schon drauf, weiterzulesen. Das Ganze möchte ich übrigens lesen mit der lieben, ich weiß jetzt gar nicht, wie du heißt, also mit Buchwelt der Muse. Ich verlinke euch den Kanal in der Infobox. Das werden wir wohl im November, ja, ich glaube, das war November, werden wir das lesen. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Also die Mythos Academy ist ja jetzt zu einer meiner Lieblingsreihen geworden. Und ich freue mich schon sehr drauf, dieses Buch verschlingen zu können. Die anderen habe ich ja auch innerhalb von zwei, drei Tagen gelesen. Und ja, ich muss mir dann unbedingt Teil 5 und Teil 6 holen. So, und als letztes Buch habe ich mir gestern erst geholt, weil ich gesehen habe, dass das wirklich als Taschenbuch rausgekommen ist. Und das hat nur 6,66 Euro gekostet und das wollte ich erst gar nicht glauben. Das hat wirklich, erstmal der Preis ist doch geil, oder 6,66 Euro, das ist, weil der Arena Verlag 66 Jahre geworden ist. Steht auch vorne drauf und zwar ist es der Codex der Schattenjäger. Das Ganze ist ja der Zusatzband, einer der Zusatzbände zu den Chroniken der Unterwelt. Und guck mal, der Arena Verlag ist 66 Jahre geworden, deswegen 6,66 Euro. Das ist halt, ich kann euch da bestimmt auch mal was zeigen. Oh, hier ist was Cooles dran. Oh, hier ist was Cooles, kann ich euch zeigen. Da sind zum Beispiel so Runen drin und sowas. Und ich muss ja auch noch den fünften Teil lesen. Vielleicht werde ich nächsten Monat mit dem Ding anfangen. Das hat nur an die 300 Seiten und das werde ich vielleicht an der Bushaltestelle irgendwie mal durchblättern oder so. Sind auch, das ist, glaube ich, nicht so viel Text drin. Und das ist wirklich total schön aufgemacht. Guck mal. Also, ich freue mich schon drauf. Und irgendwann möchte ich mir auch noch die Chroniken des Magnus Bane holen. Das ist ja auch jetzt als Broschiertes rausgekommen. Und somit fehlt mir nur noch City of Heavenly Fire. Und das muss ja erst auch als Broschiertes rauskommen. Müsste jetzt auch irgendwann passieren. Und ja, wenn ihr irgendwelche Bücher davon jetzt schon gelesen habt oder lesen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ihr übrigens welche Bücher mit mir zusammen lesen wollt, dann könnt ihr mir das ja auch unten irgendwie schreiben. Vielleicht finden wir dann irgendwie einen Weg, das zusammen zu lesen. Würde mich drüber freuen und ich würde sagen, ich habe jetzt wieder viel zu lange gequatscht. Mein Akku geht komischerweise noch, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so lange. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Und ich würde sagen, das war's und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!